Guten Tag, damit herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es hat diesmal nur 2 Wochen gedauert, bis das nächste kam und wir schauen uns heute den LS23 an, in der, wie ihr ja hier erkennen könnt, Nintendo Switch Version. Ich bin heute extra zum Mediamarkt gefahren und habe mir eine richtige Nintendo Switch gekauft. Ich hatte zwar eine, damals von Giants bekommen, vor Ewigkeiten im Partnerprogramm, das war allerdings nur die Lite. Ja, und mit der Lite kann man nicht capturen. Also bin ich extra ins Auto gefahren, Sprit verfahren, schade für die Umwelt, bin knapp 300 Euro losgeworden und habe jetzt eine richtige Nintendo Switch. Und das alles nur, um euch den LS23 zu zeigen. Nun, ihr wisst ja, der LS23 kommt über 2 Ebenen raus. Einmal für die Nintendo Switch, die wir jetzt hier haben, und einmal für die mobilen Geräte auf Android und iOS. Ich quatsche einfach mal weiter, indem ich hier eine neue Karriere starte. Ihr seht schon, es ist halt Switch-typisch, alles minimalistisch gehalten. Wir haben 2 Karten, einmal die Karte Emberstone und einmal die Karte Neubrunn. Die Emberstone ist im Endeffekt die US-Karte vom 19er. War noch im 19er und die Neubrunn ist im Endeffekt die EU-Karte aus dem 19er, da hieß sie halt auf dem PC Felsbrunn, jetzt heißt sie hier Neubrunn, sieht aber auch alles ein bisschen anders aus, etc. pp. Das ist alles jetzt nicht das Problem. Wir gehen mal hier rein. Kurz nochmal dazu zu sagen, wie gesagt, es gibt es auf 2 Ebenen, einmal die Switch-Version, einmal die Mobile-Version. Grafisch werden die sich proaktiv nicht so dermaßen hart unterscheiden, ne? Also die sehen alle soweit eigentlich ganz nett aus, kann so sogar sein, dass es auf dem Mobile-Device vielleicht sogar noch mehr geht, als wie auf der Switch. Ich weiß nicht, wo die technisch gesehen alle irgendwo liegen. Der große Unterschied zwischen der Mobile-Version und der Switch-Version ist es, dass in der Switch-Version ihr alle Fahrzeuge von Anfang an mit dabei habt. Das ist die eine Geschichte. Also sprich, wenn wir hier einmal in den Shop reingehen, zack, hier ist im Endeffekt alles mit dabei und kann über Ingame Geld gekauft werden. Hier gibt es halt keine Möglichkeit, wie es eventuell in der Mobile-Version, so war es ebenfalls die Teile immer zuvor, dass man hier echt Geld ausgeben kann, um sich schneller an die Maschinen zu kommen und so weiter und so weiter. Oder dass halt später noch irgendwelche Maschinen mit einem DLC reinkommen oder, also mit einer Erweiterung, mit einer kostenpflichtigen. Das ist in der Switch-Version hier nicht der Fall. Hier ist einfach alles drin. Ne, gegebenenfalls sogar mehr drin, noch wie in der Mobile-Version. Ansonsten, die Switch-Version und die Mobile-Version erscheinen meines Erachtens nach gleichzeitig, irgendwann jetzt Ende Mai. Das heißt also auch noch im Umkehrschluss, es handelt sich hierbei noch nicht um die vollständige Version. Also sprich, hier fehlt zum Beispiel noch ein Tutorial, was mit drin ist. Hier gibt es noch ein paar Bugs, ein paar kleinere Probleme, ein bisschen was fehlt gegebenenfalls noch. Ne? Das ist ein Beta jetzt auch nicht mehr so wirklich, aber das ist noch nicht die Final-Version in dem Fall. Das nur hier mal noch vorab geswitcht. So, sieht das Ganze im Endeffekt aus. Ihr seht, das UI ist halt alles so ein bisschen auf die Switch mit angepasst. Wir können uns hier stinknormal umsehen, wir können laufen, oben haben wir Kontostand, Monat, Uhrzeit in dem Falle mit dazu. Wir können mit der Plus-Taste hier in das Menü gehen, im Endeffekt das, was auf dem PC auch das Escape-Menü darstellt. Und ich muss mich erstmal an die Controllersteuerung gewöhnen, ich habe vorher nie eine Switch in der Hand gehabt. Und hier kann man zum Beispiel die Zeitskalierung und Co. alles mit einstellen, Interaktionsmarkierung, Infopunkte, Verkehr an, aus. Die Bewegungssteuerung, wenn ihr eine Switch habt, halt mit der Sensorik, ne, vorwärts, rückwärts, die Kameraneigung, ob das alles so über die Controller passieren soll oder ob ihr das eher mit den Tasten halt nehmen wollt. Lenkrückstellgeschwindigkeit. Lenkgeschwindigkeit ist zum Beispiel noch so ein Ding, das ist noch nicht feine. Das ist etwas rasant, ebenfalls für meinen Geschmack. Vielleicht ist das auch einfach nur so. Wir können das Wetter anzeigen. Wir können hier stinknormal die Preise und so weiter. Trauben, also hier dingstechnisch gesehen, Filtype-technisch gesehen, haben wir eigentlich fast alles das, was auch der 22er mit zu bieten hat. Wir haben natürlich keinerlei externe Produktion oder sonstiges, das ist klar. Ansonsten auch hier ist das eigentlich soweit alles easy peasy. Und ich kann mir vorstellen, viele wollen erstmal sehen, wie, wo, was, zeig mal hier, zeig mal da, zeig mal tralala, der Shop. Ja, es sind Fahrzeuge logischerweise mit dabei, natürlich nicht in der ultimativen Masse, wie man das Ganze jetzt vom PC her kennt. Ne, aber
Es sind natürlich die bekannten Klassiker auch aus der PC-Version wieder dabei, aber ihr seht die Kompakttrakturen hier und das ist es gewesen. Ne? Das gleiche gilt einmal für die mittleren Trakturen hier mit dazu. Ne? Das sind halt auch ein paar auf jeden Fall mit dabei, aber wie gesagt, auch nicht alles so das, was man halt kennt. Ne? Aber ist ja auch klar, ich glaube, das sollte keiner erwarten, dass dann in den Portable-Versionen hier die Hülle und Fülle ist. Was schön ist, der Serion ist mit drin, der 8R ist auch mit drin, der 900er auch, aber ihr seht zum Beispiel, es gibt hier kein 1000er-Fend. Der ist in der Switch-Version hier nicht mit dabei. Ob der in der Mobile-Version mit dabei sein wird, weiß ich nicht. Gleiche gilt für die Mähdrescher. Ihr seht von der Auswahl her hier durchaus ein paar mit drin, aber halt auch da sehr reduziert so mit dabei. Also, ja, ne, das gleiche gilt dann auch für alles andere. Ne, geht halt hier nach hinten mit weg. Von daher, aber da gibt es ja auch Factsheets, könnt ihr euch auf der Farming-Seite angucken. Deswegen. So, ansonsten ist das hier unser Hof. Der sieht verdächtig so danach aus wie auf der Felsbrunnenkarte aus dem 19er. Wie gesagt, merkt man halt auch, dass das Ganze im Endeffekt aus dem 19er auch ist. Wir haben hier unser Farmhaus, können wir in dem Falle nicht mit betreten. Das ist eine reine Dekorationsgeschichte. Wo habe ich denn hier Taste X? Wir können uns hier schlafen legen. Ja, das ist es in dem Falle mit gewesen. Wir haben ja kein Charakter-Customization mit dabei. Also sprich, ne, wir sehen uns in dem Falle sowieso nie. Davon mal abgesehen, Multiplayer-technisch gesehen, ist meines Erachtens nach auch nichts dabei. Also reine Singleplayer-Teil hier. Und ja, da können wir das Ganze hier machen. Das kann ich nicht über die Taste B machen. Achso, mit B können wir springen. Wunderschön. Dann haben wir hier einmal... Ne, das Ganze hier zum Einlagern, seht ihr hier, hier können Paletten, hier kannst du eingelagerte Ballen und Paletten zurückbekommen. Ne, dann haben wir hier unser Silo in dem Falle mit dazu. Ne, unser Silos könnte man in dem Falle schon fast sagen. Ne, wir haben hier unseren Hühnerstall mit drin. Können wir einmal mit X drauf zugreifen. Mensch, jetzt genau, was sind das X hier? So, da seht ihr, wir haben ein Hahn und zwei Hühner in dem Falle. Mit drinne können wir dann auch mit erweitern, können wir da die Tiere ein- und auslagern. Und Startequipment steht uns natürlich auch ein bisschen was zur Verfügung. Ich gehe mal rein hier. Wir haben den Topliner von Deutz in dem Falle mit drin. Wir haben einmal hier den 4755 von Johnny. Na, dann haben wir einmal hier das Ganze von Marcel Ferguson. Und dann haben wir natürlich den hier auch noch. Ne, wo wir gerade hier am Anfang mit waren. Dann können wir uns einmal generell Speicher erstmal. Das ist in der Switch-Version genauso wie auf dem PC. Haben wir einmal hier die Übersicht der Karte, ne, wo wir sehen, wie weit es geht. Und wie gesagt, Layout erinnert natürlich ein bisschen an die Felsbrunnengeschichte. Aber es ist natürlich trotzdem a little bit was anderes. Wir können mal... Einfach hier, ich meine, die sind jetzt alle nicht so schnell, aber wenn wir den eh gerade mal hier mit da haben, fahren wir einfach mal eine kleine Runde. Hier aus der ersten Folge machen wir erstmal easy. Ne? Ich will euch erstmal zeigen hier und machen und tun. Dann seht ihr vielleicht, es gibt eine Innenansicht, da können wir rein, wie ihr seht. Ne? Also wie im Vorgänger dementsprechend auch. Spiegel funktionieren momentan noch nicht. Ob das noch kommt, bin ich mir aktuell nicht sicher. Aktuell gehen sie aber noch nicht. Ne, ansonsten beschleunigen, bremsen über die Schultertasten, das funktioniert soweit. Und jetzt seht ihr vielleicht, was ich merke mit... Die Lenkung ist ein bisschen aggressiv, so für meinen Geschmack. Seht ihr das hier? Na, das ist, und ich mach's nur schon minimalistisch. Ne? Also ich drehe da jetzt nicht voll ein Dings drauf dazu. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin Controller auch absolut nicht gewollt. So, dann biegen wir mal hier nach rechts ab. Na, und versuchen so halbwegs die Spur zu halten. Das ist sehr, sehr schön. Und fahren einfach mal hier auch im Außenbereich ein bisschen mit rum und gucken uns in dem Falle mal ein bisschen. Und wir sehen nämlich schon so Straßenführung und so. Das ist alles ein bisschen anders geregelt. Ne? Hier haben wir dann einmal unseren Kuhstall. Natürlich auch in dem Falle hier mit den Hörmannhallen mit dazu. Ne? Schöner Reichelhof hier mit drinne. Kann man halt. Ja. Verzeiht mir, wenn ich hier. Hier rum, so Y. Verzeiht mir, wenn ich die Steuerung da nicht zu 100% drauf habe. Das ist echt ein bisschen was anderes mit dem Controller. So, ne, also da haben wir hier zum Beispiel dann die ganze Geschichte mit drin. Können wir jetzt natürlich in dem Falle hier noch nicht drauf zugreifen. Aber ihr seht, da lübt der Lachs.
Na, da haben wir das Ganze dann einmal hier mit dazu. Steigen wir einmal wieder ein. Ah ja, vielleicht als kleine Vorwarnung, ja, für die Kollegen, die das Ganze später dann auch mal gegebenenfalls zeigen wollen und das über die Switch-Version. Ey, ich hab Blut und Tränen geschwitzt, um das Ganze hier mit der Elgato Capture Card hinzubekommen. Denn sollte es Sound-Issues geben, also im Endeffekt so Cracking und Gekratze und abgehackt und hat man alles nicht gesehen. Das ist, wo die Foren sind voll von solchen Dingern. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel, die gerade zuschauen, das Ganze auch, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und wollt einfach mal Videomaterial darüber machen und ihr habt Sound-Probleme und ihr habt schon alles softwaretechnisch irgendwie hin und her eingestellt und das und jenes, lauter, leiser, anderes Device ausgewählt und so weiter und so fort, prüft gegebenenfalls mal, so war es nämlich bei mir, den PCI-Slot, ne, den PCI-Express-Slot, hat ja so ein Motherboard, hat er ja mehrere, ich habe eins von Aurorus und jo, der Steckplatz, der, ja, was auch immer da 100% genau das Problem war, keine Ahnung, aber irgendwie hat der Steckplatz nicht gefallen, habe schon einen anderen Steckplatz reingesteckt und zack, waren die Soundprobleme behoben. Hat mich Gott sei Dank nur fast 2 Stunden gekostet, weil man natürlich erstmal denkt, okay, ist es das HDMI-Kabel, ist es das, ist es jenes, es ist, naja, also das nur schon mal so vorweggeschickt, solltet ihr Soundprobleme haben, zu hoher prozentiger Wahrscheinlichkeit habt ihr ein Problem mit dem PCI-Express-Slot. Ja, und danach sind es irgendwelche Einstellungsgeschichten. Ihr seht, hier hinten ging es dann jetzt per se erstmal erstmal weiter großartig, ne? Dann fahren wir einmal hier so mit rüber. Ihr seht, wir können natürlich auch Felder, die hier da sind, und uns kaufen. Da fehlen momentan noch die Anzeigen, wie viel die Felder per se kosten, ne? Kommt dann aber später halt auch noch mit dazu. Ansonsten halt hier so ein bisschen über Feldwege das Ganze hier gemacht. Wir haben natürlich auch relativ simpel überall Verkaufsstellen mit dazu. Einzige, was hier natürlich jetzt in der Switch-Version nicht einfach mal so mit möglich ist, ist natürlich sowas wie Cheaten. Ne? Also Geld cheaten und mal kurzerhand hier irgendwas kaufen oder so, funktioniert nicht. In der Mobile-Version wird es gehen, indem man echt Geld, denke ich mal, investiert, wenn das so ist wie in den Vorgängern in dem Falle. Auf dem PC ist es halt ein Befehl oder halt ein Mod. Ne, das geht halt hier nicht. Gibt bestimmt irgendwelche Glitches später mal. Oder irgendwelche Tipps und Tricks, wie man relativ schnell da an Kohle kommt. Ne, aber prinzipiell ist das hier erstmal eher wirklich trocken, könnte man sagen. Hier haben wir dann zum Beispiel unsere Bäckerei. Ne, mit dazu. Sehen wir, können wir kaufen. Gehen wir mal hier auf die X, wo ist X? Hier ist X. Kostet 50.000. Ich bestätige das jetzt einfach mal. Sehr schön, Gebäude wurde gekauft. Ist ja auch mit das Simpelste im Endeffekt, was wir machen können. Switch, ja, speicher du erstmal. Sehr schön. So, und dann sehen wir hier Brot und Kuchen, ne, über Giants Standard. Können dann dementsprechend hier mit angefertigt werden. Ne, Mehl, Zucker, Eier, Butter rein. Brot, Kuchen in dem Falle raus. Und auch hier können wir den Ausgabemodus in dem Falle ändern. Zwischen behalten, direkt verkaufen und auch verteilen. Also das ist wie im Endeffekt auf dem PC auch. Und das Schöne ist, ihr seht, ich kann hier oben auch übers Menü logischerweise auch damit rein switchen. Ne? Also ich muss ja nicht immer am Ende des Tages vor Ort sein, ne? Sondern das geht auch so. Ne? Hier kannst du Produktion starten und ändern. Und ihr seht, diese Tipps, ich habe sie aktiviert, werden auch angezeigt. Könnt ihr aber, wenn er sagt, um Gottes Willen, das brauche ich gar nicht, was will ich damit, könnt ihr das auch deaktivieren. Helfer gibt es hier auch. Und das ist sehr, sehr nice sogar. Ihr seht hier unten in der Menüleiste A, wenn ich jetzt einmal A drücke, komme ich dann hier ins Helfer-Menü rein. Im Endeffekt ist das ja hier unsere Karte. Und ihr seht, jetzt kann ich hier Job erstellen oder Ziel setzen. Ziel setzen ist ja stinknormal, fahr dahin, wo ich es gerne möchte. Ne? Genauso kann ich hier die einzelnen Layer mit drüber rausbauen, ne? Felder, Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Das funktioniert alles. Ich kann hier rein und rauszoomen mit dazu, das ist auch kein Problem, sodass ich, und ich komme hier auch ziemlich nah ran, wie ihr seht, ne? Also das ist alles jetzt nicht das Problem. Wenn ich jetzt sage, alles klar, der soll einfach mal wieder hier bei mir auf dem Hof sein, weil ist halt so, kann ich das Ganze auswählen, dann kann ich hier halt wählen, gut, wohin hätte ich es jetzt ganz genau, ne? Dann drücke ich wieder den rechten Stick mit rein, dann kann ich hier auswählen, wohin soll er sich ausrichten. Ne, auch das in dem Fall kein Problem. Und dann kann ich es nochmal über die Auswahl machen. Zack.
Und wenn ich jetzt einmal rausgehe, fährt er jetzt von alleine. Kann ich in dem Fall auch beweisen. Ich steige aus. Und jetzt fährt der Helfer halt so, wie er halt fährt. Ne? Wie es auf dem PC in dem Fall halt auch der Fall mit ist. Macht er alles vollständig alleine, erkennt die Straßen und alles, könnt theoretisch sämtliche Feldwege damit reinfahren. Na, es ist im Endeffekt, wie auf dem PC auch, dass es ein 22er gekommen ist, es ist halt so ein Curseplay Auto Drive Lite. Na, es ist halt eine Lite-Version, aber es funktioniert. So, ansonsten Thema Drescher und Co. Na, auch hier ist natürlich steuerungstechnisch alles gesehen ein bisschen anders. Mit A kann ich einen Helfer normal anmachen und er würde mir arbeiten. Ich könnte das natürlich auch übers Menü machen und halt, wie ich es euch gerade gezeigt hatte, auch darüber mit agieren. Es funktioniert aber auch, das ist jetzt auch nicht das Problem, einmal hier rechte Taste reindrücken und dann A, dann klappt er sich hier draußen aus. Ja. Und jetzt kann ich hier stinknormal mein Weizen dreschen. Kann mich hier auch, wie gesagt, umschauen. Ich habe jetzt hier auch mehr oder weniger ein Fenster, aber da sehe ich jetzt nichts halt mit drin. Unser Helfer hat die Arbeit beendet, sprich ist angekommen. Helfer kosten selbstverständlich auch Geld, ist klar. Na, und dann kann ich jetzt hier auch stinknormal arbeiten. Ab nun in der Innenperspektive oder eben in der Außenperspektive. Funktioniert soweit alles. Man möge verzeihen, wenn jetzt hier halt was liegen bleibt. Das Einzige, was wir jetzt hier nicht einstellen können, ebenfalls sehe ich es hier unten auch in der Führung nicht, ist zum Beispiel die Strohschwad an- oder ausschalten. Die ist halt einfach an, weil ich kann mit B abkoppeln, ich kann mit A einen Helfer einstellen, ich kann mit Y aussteigen und das war's. Mehr Einstellungsmöglichkeiten habe ich in dem Fall hier nicht mit dabei. Ja, aber gut, ist dann halt so, ist ja wohl nicht das Problem. Wenn Strom mit rauskommt, ist es ja eher noch eine nette Sache. Was soll man sich darüber beklagen? Unten seht ihr dann links, also was unten in der Zeile ist, ne, haben wir halt die Weizenanzeige. Da füllt sich dann der kleine Balken, ne, und der zeigt uns dann im Endeffekt den Kornstatus-Tank, also den Status vom Korntank halt mit an, wie voll das Ding ist. Weil wir können hier proaktiv auch nicht wirklich was sehen, weder von außen noch hier großartig von innen, jedenfalls noch nicht, ist ja auch nicht viel mehr dabei. Ja, und somit können wir dann halt hier arbeiten. Ne? Der Rest ist halt logischerweise vom PC übernommen worden. Ne? Also wir fahren hier unsere 10 km/h, das lübt soweit alles, steuerungstechnisch gesehen ist soweit alles clean. Wie gesagt, wer mit Controller besser umgehen kann wie ich, der wird es jetzt auch noch sauberer hinbekommen. Ne? Oben die Tankanzeige, ne? Die liegt jetzt hier bei 100%. Zeit haben wir jetzt auf Echtzeit. Es gibt diese Jahreszeiten, also August, September, Oktober, ne? Die ganzen Jahreszeiten sind da im Endeffekt rein optisch gesehen auch mit dabei, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einmal hier ins Menü reingehen, dann seht ihr ja hier Wetter, hatten wir uns ja gerade eben schon angeschaut, ne? Dann seht ihr, das ist da alles auch mit geregelt, auch mit dieser Stundenanzeige und KKG, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Einstellung nochmal mit reingehe, und dann seht ihr, kann ich hier zum Beispiel nichts über die Seasons selber mit einstellen. Wir haben Helfer, wir haben die Lautstärke technisch gesehen, alles mit dabei. Wir haben die Zeitskalierung halt, ne, und das war's. Also das ist dann eine rein optische Geschichte. Speicher erstmal, ist in Ordnung. Immer speichern, dass ja nichts verloren geht. Und da bin ich auch einmal, achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Sehr gut. Ne? Aber ihr seht auch, es sieht im Endeffekt aus hier, vom Menü her, wie man das Ganze eben so mit kennt. So, gehen wir nochmal in den Spielstand mit rein, in die Neubrunnen, und dann machen wir noch ein bisschen mit was. Also, reine Optikgeschichte ist auch in Ordnung. Ladezeiten im Übrigen sind, wie ihr jetzt hier seht, in Ordnung. Ist jetzt ja alles live in dem Falle, ne? Also nicht live, aber live aufgenommen. Es geht. Es ist jetzt nicht sonderbar schneller oder langsamer, großartig wie auf dem PC. Kommt natürlich immer darauf an, wie weit dann euer Spielstand ist. Man muss ja auch dazu sagen, es ist in Anführungsstrichen nur eine Switch. Die hat halt nun mal nicht die Leistung wie so ein PC. Oder geschweige denn ein High-End-PC. Ne, davon mal ganz abgesehen. Aber ja. So, da sind wir einmal wieder hier mit drin. Und ihr seht auch, der merkt sich die letzten Einstellungen eurer Maschinen. Ne, ich habe jetzt nichts weiter gedrückt. Der hat gesehen, hey, Moment, der war das letzte Mal bei an. Steigst du wieder ein, Motor startet und das Ding arbeitet dementsprechend auch wieder. Das ist eine wirklich coole Geschichte, gefällt mir.
Ne? So muss man nämlich nicht jedes Mal ein- und ausschalten, weil wenn man aussteigt, geht es aus. Es gibt auch nicht diesen, wie man es auf dem PC halt auch hat, dass der Motor halt einfach anbleibt. Ne? Aussteigen heißt aus, fertig, aus. Aber wenn man dann wieder einsteigt und der Motor ist wieder gestartet und man hat jetzt vorher nicht den Arbeitsmodus, nenne ich es jetzt einfach mal, deaktiviert, dann merkt er sich das und startet das Ganze auch wieder automatisch. Ist bestimmt ganz nett, dass man nicht jedes Mal irgendwelche Tastenkombinationen drücken muss oder so. Also jedenfalls für mich. Von daher auf jeden Fall eine nette Geschichte. Gefällt mir soweit. So, dann haben wir jetzt einfach mal hier zwei Runden gedreht. Ich fahre jetzt mal hier vorne noch die Kante und dann gucken wir uns mal das Abkippen mit an. Weil unser Traktor, ihr seht ja, hier vorne steht er da ja auch schon wieder, der ist ja schon vor, was weiß ich, wie vielen Minuten damit angekommen. Gehen wir mal hier noch mit rüber. Gucken wir mal, dass wir hier vorne sind. Nehmen wir ja die Bahn noch mit und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Drücke ich einmal A, mache das Ganze wieder aus. So, und jetzt stelle ich mich einfach mal hier hin, switch dann mal in den Traktor mit rein. Gehen wir mal in die Innenansicht. Denn hier gibt es, sofern ich das richtig gesehen habe, außer es war nur ein Zufall, hier kannst du Fahrzeuge bedanken, ja, will ich nicht bedanken. Wir können ja über eine Tastenkombination das Ganze machen, also das Ankoppeln, wenn man in der Nähe ist, oder zack, es geht automatisch. Das ist auch ganz nett. Ich hatte erst gedacht, man muss es richtig treffen. Ne, ich kann jetzt hier mit B, kann ich das abkoppeln. Ich fahre jetzt mal ein bisschen vor. Und jetzt fahre ich wieder ran. Ja, ne? Also es geht auch automatisch. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Das Ankoppeln. Und dann fahren wir jetzt einmal hier zu unseren Drescher. Ihr seht, das Rohr wird automatisch ausgefahren, der geht automatisch mit an, weil es gibt keine Option im eigentlichen Sinne, das so zu gestalten, wie man es gestaltet. Und dann seht ihr, wird das Ganze dann auch hier einmal mit übergeladen, so viel wie halt mit drin ist. Es wird aber zahlentechnisch gesehen ebenfalls hier noch nicht angezeigt. Ne, ihr habt unten immer nur im Endeffekt das Icon mit den Balken da unten drunter und das ist es gewesen. Fahrsilo, das ist soweit richtig. Ja, mit rückwärts, mit Drehschirm, mit rückwärts und Controller. Das kann was werden, obwohl das wird was. Das wird was. So. Und ihr seht, es wird auch automatisch abgekippt. Ne? Also es ist viel im Automatismus mit drin. Ne? Vieles wird da einfach selbstständig gemacht, sodass man nicht eingreifen muss. Ist vielleicht für die Hardcore-Dudes, ne, jetzt ein Schreck, aber ganz ehrlich, die Switch-Version und auch die Mobile-Version, das ist so für nebenbei. Ihr seid im Zug unterwegs, ihr müsst irgendwo zur Schwiegermutter oder was weiß ich denn, ne, und wollt einfach noch ein bisschen LS datteln, bevor der da versaut ist. Und da sind diese ganzen Komfort-Features, die hier mit dabei sind, schon sehr, sehr nice, ne, muss man schon sagen. Hier zum Beispiel mal das Kurbeln gezeigt, ne. Wir haben da jetzt natürlich auch nicht wie auf dem PC die übelsten Partikelsysteme oder sonstiges hier mit dabei. Ne, sondern die Textur ändert sich hier einfach, ne, und fertig aus. Ne, da gibt es jetzt nicht so viel Spektakel generell drumherum. Ist aber auch mehr als Ordnung, ein bisschen Staub in dem Falle gibt. Das gleiche gilt jetzt hier zum Beispiel noch um die Saatmaschine. Da können wir einstellen mit rechter Schultertaste und der Taste X in dem Falle, was wir ansehen wollen. Ne, das geht ja logischerweise nicht von alleine. Ne, das Setter kann ich dann halt hier rot rumschalten. Ich mache zum Beispiel einfach mal hier Sojabohnen mit rein. Kann das Ganze hier einmal wieder dann R, A anschalten. Ja. Und dann kann ich hier das Ganze ansehen. Genauso kann ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt hier geradeaus einrichte hier, also halbwegs gerade bin und drücke jetzt nochmal A, dann geht automatisch der Helfer rein. Ihr seht, oben wird Geld abgezogen. Und der Helfer macht das jetzt für uns hier automatisch. So, wie man es eben mit erwartet. Gut, das sollte es, denke ich mal, erstmal als kleinen Einblick in die erste Folge hier mit erreichen, um es euch einfach nochmal zu zeigen. Ansonsten sehen wir uns dann in den nächsten Folgen wieder.
wenn ich hier ein bisschen was mache. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Version hier noch sehen wollt oder auch nicht sehen wollt. Aber schreibt, wenn ihr nicht sehen wollt, braucht ihr mir nicht zu schreiben. Schreibt mir, was ihr sehen wollt in dem Falle. Oder ein bisschen was Maschine und Co. vielleicht QRG angeht. Ich weiß es ja nicht. Dann kann ich das gegebenenfalls verarbeiten. In dem Sinne danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.